Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Es geht heute um einen Artikel, den ich in die Finger gekriegt habe. Und zwar geht es da um Bug-Out-Vehicles. In diesem Artikel ging es also um Vehikel, Fahrzeuge aller Art und Couleur, mit denen man aus dem großen, bösen Zentrum der Städte etc. pp. Sich aus dem Staub machen sollte. Da waren ein paar Varianten erklärt, die fand ich auch ganz gut und fand ich auch realistisch. Aber dann waren da zum Beispiel auch Fahrzeuge gezeigt und Vehikel gezeigt. Die sind in der Großstadt und aus der Großstadt einigermaßen fluffig und wendig rauszukommen, ungefähr so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk. Das wären zum Beispiel große Wohnmobile, Expeditionsmobile, wobei dieses Expeditionsmobil, das gezeigte, zumindest Fahrerhaus und das Chassis dazu und wahrscheinlich auch der Motor deutlich älter als 20 Jahre sind. Da wäre dann so der erste Ansatz, macht das tatsächlich, ist das wirklich realistisch, macht das wirklich Sinn? Meine ganz persönliche Meinung dazu lautet, nein. Das ist aber nur ein Teil. Der Teil, der mich wirklich zum Kopfkratzen veranlasst hat, das war am Ende dieses Artikels die Liste mit Material, was man in so einem Fahrzeug dabei haben sollte. Und versteht mich bitte nicht falsch, für Wohnmobile, Wohnwagen und für Expeditionsmobile waren tragende Teile dieser Liste, die waren schon wirklich gut und die waren für mich zumindest nachvollziehbar. Aber wenn ich auf diese Liste gucke, fällt mir auf den ersten Blick auf, dass etwas Entscheidendes fehlt. Etwas wirklich Entscheidendes, etwas Kriegsentscheidendes, etwas Lebensverlängerndes. Ihr habt es wahrscheinlich erraten, es ist nicht mit einem Wort, nicht mit einer Silbe ein Erste-Hilfe-Kit erwähnt. Und wer glaubt, dass er mit so einem Fahrzeug, mit einer wirklich guten Ausrüstung und Ausstattung auch nur in Urlaub fährt, in entlegene Gebiete, wo keine reguläre Infrastruktur wie Feuerwehr, wie Rettungsdienst oder Rettung eventuell auch mal Stunden dauern kann. Und das geht relativ zügig. Und das ist alles gar nicht so weit weg und das ist auch alles gar nicht so weit hergeholt vom Gedankengang. Leute, derjenige glaubt wahrscheinlich auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Und jetzt könnte man hergehen und sagen, ja, da ist doch überall ein Pkw-Verbandkasten drin. Ja, richtig. Und zudem habe ich mich schon mal ausgelassen. Das Video gebe ich euch hier. Und das ist alles auch nicht halb so witzig, wie es klingt, aus einem ganz einfachen Grund. Für die, die das Video noch nicht gesehen haben, ich will da jetzt noch auch nicht spoilern oder so, aber dieser DIN-Verbandkasten ist im Grunde nicht wirklich viel mehr als Deko. Den braucht ihr für Verkehrskontrollen, da ist er sinnvoll. Den braucht ihr für den TÜV, da möchte man auch gerne und reichlich und inbrünstig von sehen. Aber wirklich in der Praxis helfen, wie gesagt, ich habe mich dazu schon ausgekaspert. Ich habe da auch eine weitere Variante, was man stattdessen irgendwie ins Auto packen kann. Und das ist doch eigentlich alles gar nicht so schwierig. Wenn ihr euch mit solchen Fahrzeugen, gerade mit Allradantrieb und Expeditionsmobil, in irgendwelche Gegenden begebt, ohne reguläre Infrastruktur, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Rettung entweder schwer oder gar nicht möglich. Oder ihr seid die Rettung. Wie komme ich drauf? Wie komme ich auf diesen ganzen Bolzen mit Expeditionsmobil und Tralala und Shishi und hast du nicht gesehen? Das ist relativ einfach erklärt. Ich bin selber viel und lange mit Enduros, mit Reise-Enduros und mit Allradfahrzeugen unterwegs gewesen. Ich habe zwischendurch das Motorrad oder das Auto auch mal stehen lassen, bin zu Fuß weiter. Ich war zu ganz großen Teilen alleine. Und ich habe, was das angeht, unfassbar viele Fehler gemacht. Die Fehler, die ich gemacht habe, die Konsequenz daraus ist das, was ihr hier seht. Es gab mehrere Situationen, die mich auch ganz locker hätten aus dem Leben knipsen können. Beispiel, du bist mit einem Allradfahrzeug unterwegs, du stellst irgendwann das Auto ab. Ja, manch einer macht das manchmal und geht ein paar Meter zu Fuß. Das geht, das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm oder ansteckend. So, es passiert, was passieren muss. Du bist irgendwo, oder ich in dem Fall bin irgendwo im Hohen Atlas, bin zu Fuß unterwegs,
Knick um, knöcheldick, kann mit dem einen Fuß so gut wie nicht mehr auftreten. So, und nun? Ganz ähnliches Möbel oben auf dem Weg in Skandinavien, auf dem Weg zum Nordkap. Ich bin aber nicht die eigentliche Hauptroute gefahren, sondern ich bin ein bisschen Nebenstraßen gefahren und mit diesen Nebenstraßen hat es den ganz blöden Haken. Die sind nun mal nicht so richtig gut frequentiert. So, und da kannst du dich, gerade wenn du dann irgendwie Schotter auf der Straße hast, und das ist da relativ weit verbreitet, da kannst du dich mit dem Fahrzeug, mit deinem Motorrad des Vertrauens auch schon mal kräftig maulen. So, das ist mir passiert. Ein Rettungswagen rufen, bis Rettungswagen da, gute 45 Minuten, wenn überhaupt. Ups. So, und selbst wenn der Rettungswagen da ist, ins aufnehmende Krankenhaus, ist immer noch eine ganz andere Veranstaltung. Das kann nämlich auch mal länger dauern. Das liegt daran, dass dieses Land sehr, sehr lang und weilig ist. Wir reden hier von Schweden. Da bist du nun mal dein eigenes Rettungsmittel. Da bist du nun mal auf dich selber angewiesen. Und wenn du alleine reist, noch viel mehr. Und das, was ich da an Fehlern gemacht habe, passiert mir sicherlich keine 48 Mal. Sondern musst du das machen, was du kannst und was du irgendwann mal in der Kindheit, ich zumindest noch in der Kindheit gelernt habe, improvisieren mit dem, was du hast. Und das ist manchmal nicht wirklich witzig. Hast du dich hingepackt und hast das Gefühl, du hast den Knöchel gebrochen, dann ist es unklug, wenn du jetzt den Schuh auseinanderschneidest und dann siehst, ha, Mensch, der spielt gerade so schnell und so schön an. Und nun? Ja. Das ist genau das hüpfende Komma, das schleichende Semikolon. Genau das ist die Frage. Und das kriegst du nur mit gescheitem Geraffel in den Griff. Das Kit für Abenteurer, das Video gebe ich euch gern hier mit. Das ist auch auf einer Kundenanfrage basierend und basierend auf unseren Erfahrungen für Touren und längere Touren so zusammengestellt worden. Das mache ich alles nicht nur zum Scherz. In dem Fall ist es eine wasserfeste Box. Das ist die hier. Genau. In diesem Fall, da das unsere Übungskiste ist, normalerweise ist hier noch dieses Netzteil drin, was normalerweise in unseren Boxen dabei ist. In diesem Netzteil sind dann, also in dieser Netztasche, in der Deckeltasche, sind dann Pflaster, Waterjail, was ist da noch drin? Da ist eine Splitterpinzette drin, da ist ein Thermometer drin. Gerade ein Thermometer, was auch Unterkühlung kann, denn Unterkühlung aller Art ist Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen aller Art. Auch das wissen viele nicht. Was ist da noch drin? Traumabandage, Tourniquet, es ist, wie gesagt, die üblichen Verdächtigen. Wie gesagt, das Video habe ich euch gerade gezeigt. Wo ihr das Material findet, kriegt ihr auch in der Videobeschreibung. Das kann also alles eigentlich gar nicht so richtig schwierig sein. Aber das, was viel, viel wichtiger ist als das Material, das ist eine Schulung dazu. Das geht damit los, dass ihr lernt, wie ihr in Ausnahmesituationen wirklich ruhig bleibt. Und wir haben da inzwischen entsprechende Tricks und Techniken etabliert, die uns im täglichen Geschäft, also nicht nur bei Erste-Hilfe-Themen, sondern Markus zum Beispiel im Krankenhaus im Alltag tatsächlich nutzen. Ich tatsächlich auch in meinem Genre im Alltag nutze und so weiter und so fort. Das machen wir alles nicht nur zum Spaß, sondern das machen wir, damit ihr die Fehler, die ich gemacht habe, dass euch diese Fehler nicht passieren und selbst wenn sie euch passieren, dass ihr darauf vorbereitet seid und dass ihr in entsprechenden Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. Und das ist nicht unbedingt so leicht, wie sie es anhört. Das ist schon manchmal eine ziemlich sportliche Herausforderung. Aber das ist letzten Endes keine Raketentechnologie. Und wenn ich es kann, kannst du es auch. Zum Thema Bug-Out-Vehicle. Wenn man denn schon mal solche Szenarien durchgeht. Großes Wohnmobil hat jetzt nicht unbedingt jeder. Ein Expeditionsmobil, da wird die fachliche Luft noch dünner. Davon mal abgesehen, dass die Dinger echt schweineteuer sind. Worüber man aber gern mal ein Sekündchen nachdenken darf, gerade wenn man denn im geistigen Vollbesitz davon ist, ist zum Beispiel ein Bus, also ein Van. Ganz egal, ob VW oder von wem auch immer.
Was da dann zum Beispiel Sinn macht, ist ein Fahrradträger. Denn irgendwann wirst du auch mit deinem Bus nicht mehr weiterkommen, weil wenn ihr mit dem Fahrzeug aus der Stadt raus wollt, haben irgendwann mehrere hunderttausend Leute dieselbe Idee zur selben Zeit. So, und mit so einem Wohnmobil oder einem Expeditionsmobil fallt ihr dann ungefähr so wenig auf wie eine bunt karierte Sau auf dem Hamburger Hauptbahnhof. Wenn man genügend LSD drin hat, dann fällt einem das wirklich nicht so auf. Aber auch nur dann. So, wenn ihr also mit eurem Fahrzeug des Vertrauens irgendwann nicht weiterkommt, geht ihr nach hinten an den Fahrradträger, holt eure Fahrräder runter und dann geht's per Fahrrad weiter. Auch das geht. Muss man können, muss man wollen, muss man geübt haben. Und auch hier gilt, wie bei allem anderen, bei Survival, bei Notfallvorsorge, bei Erste Hilfe, bei allem anderen. Das, was denjenigen, der es wirklich ernst meint, von Amateur und Anfänger deutlich unterscheidet, ist die Anzahl, die Wiederholung des Übens. Bis euer Körper für bestimmte Dinge ein Muskelgedächtnis entwickelt hat, bedarf es laut Statistiken aus der Didaktik bummelig 700 fehlerfreien Wiederholungen. Versucht euch mal kurz zu erinnern, wie lange es gedauert hat, bis ihr euch das erste Mal selber unfallfrei die Schuhe zugebunden habt. Statistisch gesehen werden das ziemlich genau 700 Wiederholungen gewesen sein. Also, Bus, Bulli, however, Fahrräder und dann klappt es auch mit dem Weg aus der Stadt raus. Verschwendet also bitte auch keinen Gedanken dran. Ich schlag mich in die Wälder. Du? Nein. Dann schlag dich mal in die Wälder, wenn du einen findest, wo es 83 Millionen Parkplätze gibt, weil die Idee werden noch ein, zwei andere haben. Nein. Und selbst mit diesen ganz vielen anderen, nein. Und vor allem nein. Und warte kurz, nein. Wer mir nicht glaubt, dass das mit meinem Nein durchaus ernst gemeint ist, der möge doch mal beigehen und sich einen Schlafsack schnappen und einfach mal eine Nacht im Wald übernachten. Und damit geht's schon los. Weil spätestens mit Sonnenuntergang, spätestens wenn die Sonne wirklich weg ist, hast du ein ganz anderes Geräuschbild, eine ganz andere Geräuschkulisse. Und davon werden viele, ganz, ganz viele nicht schlafen können. Gar nicht. Aber dieser Schlaf, diese Regeneration in einer Ausnahmesituation ist das, was ihr sterbensnotwendig braucht. Und wenn es nur 10 Minuten ist, ist völlig egal. Aber irgendwann ist mit Schlafentzug der Drops mal gelutscht. Dann wird die Nummer wirklich gefährlich und nicht mehr witzig. Okay? Kinnex, passt auf euch auf. Macht keinen Blödsinn da draußen. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.